Naja, eigentlich hab ich ja Stubenarrest. Meine Mutter hat nicht mitgekriegt. Ich bin schnell abgehauen. Die wird das auch nicht merken, glaub ich. Ich hab ein bisschen verflogen mit meinem Besen. Ich war erst auf dem Mickendärmchen. Da hab ich gesehen, hier hinten bauen sie das Zelt auf. Oh, hier gibt's die Heide. Hier kann ich mich ein paar Tage schön niederlassen und hier gibt's Gräten. Oh, ein lecker Mittagessen. Das wird gut, ja. Wie man hier jetzt schneidet, ja? Habt ihr schon alle eure Koffer gepackt, damit ihr morgen Richtung Fürstenau fahren können zum Heidefest? Und ich hoffe, es hat sich keiner verplappert. Ihr wollt ohne mich fahren? Pfui, Teufel! Ein Gesindel seid ihr! Die werden sich wundern. Ich komme auch mit. So einfach lasse ich mich nicht abwimmeln. Dabei, ihr Ausgeburten der Hölle. Ich muss Reisevorbereitungen machen. Ich muss morgen los. Ich muss nach Deutschland fliegen. Na, ich üb noch mal kurz, ob ich wieder tanzen kann. Mal sehen. Na, das klappt ja ganz gut. Wird ich zum Heidefest gehen? Ich gehe zum Heidefest und werde die Heidefestkönigin. Ho, 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 ho. Du alte Schachtel. Die ist doch nicht ganz dicht. Naja, soll sie machen. Nun gucken wir nochmal ins Programm. Naja, am Freitag, am 23.06. geht's los. Um 17 Uhr ist wieder der Bierzelteröffnung. Da gibt's ein Freibier vom Anstich. Da gibt's dann gleich um 18 Uhr das Radrennen für Jung und Alt. Und um 18.30 Uhr, wenn sie alle gleich wieder da sind, da gibt es Kinderzielspritzen mit der Fürstenauer Feuerwehr. Und um 8 Uhr, da geht's schon los mit der allseits gewohnten Schalmeienkapelle aus Bad Godleuber. Das ist wirklich, also wenn die aufspielen, das ist eine Show, das ist genial. Naja, und dann um 9:30 Uhr, da geht der Fackel- und Lampionumzug los. Und wenn dann alle wieder zurück sind und ihre Fackeln ins Feuer geschmissen haben, da stehen da borsische Feuerschalen rum, da kann man noch ein bisschen sich die Hände aufwärmen, wenn's vielleicht doppelt kälter werden sollte. Und um 10 Uhr geht's dann los mit der Neon-Party mit dem DJ Kupferniete. Nun, da lassen wir uns mal überraschen, was das so wird. Naja, das wird dann nur so lange gehen, bis es schon fast wieder helle ist. Und da geht's schnell heim und die Ersten sind aber dann schon am Samstag um 14 Uhr wieder da zum großen Kindernachmittagsspiel mit dem Spielmobil, mit der Hüpfburg. Es ist eine echte Feuerwehr-Hüpfburg, das ist ein ganz schönes Ding. Eine Bastelstraße. Und dann gibt's auch noch ab 14.30 Uhr dann der Hebebühnen mit Pforten. Da kann man aber ein bisschen hochfahren und kann man ein bisschen rumgucken, was da alles so ringsrum los ist. Und um 15 Uhr, da gibt's wieder das Rasentraktor vorn und da müssen sie sehen, dass sie auf der Wippe gleich bleiben. Und dieser gibt's auch ab 16 Uhr eine Kinderdisco. Da können die Kleinen sich mal so richtig bewegen. Da sind sie dann bei Zeiten müde und schlafen ein. Und die Alten können um 19 Uhr Richtung Einlass zur Heidefestparty gehen. Und um 8 Uhr geht dann die Heidefestparty los. Der Spiepscher Heiko, Mensch, der war schon Jahre nicht mehr bei uns. Du, früher mal eine Stammdisco bei uns auf dem Saal, die Dreiklangdisco, da freuen wir uns aber drauf, du. Und dann, da kommt der Schlagersänger Erik Sachse, der macht so einiges nach, so Peter Maffay und den
Roland Kaiser und ein Kavalier und... Töne sind verklungen, lass nur die Stimme spüren, es wird so leer. Die Bilder sind verschwunden, doch die Farben leuchten noch. Danach gibt's eine kleine Burlesque-Show mit der Melody Aurora. Die kann sich verbiegen, das ist wirklich ein Wunder, ne? Die muss da gar keine Knochen haben. Naja, dann wird's auch wieder so lange gehen, bis es früh helle wird. Und am Sonntag dann, da geht's früh bei Zeiten um 10 schon los, du. Da gibt's ein heides fettes Gottesdienst im Festzelt. Das macht der Pfarrer lieb schon. Und um 12 geht's dann los mit dem großen Kindernachmittag und dann gibt's ein Dredelwurst wieder und Spielmobil und eine Hüpfburg und ein bisschen Kinderschminken und ein bisschen Kutschfahrten. Um 13:30 dann, da könnt mal jeder wieder probieren, bei den Bierkisten klettern, wie viel er auseinander stapeln kann. Mal sehen, wer dich so den größten Stapel macht. Und um 14:30 Uhr, da wird wieder Andrang werden. Da kommen die ganzen Rentner, da kommt der allseits beliebte Kaffeetisch mit vielen, vielen gebackenen Kuchen von den Fürstenauern Frauen. Und dabei spielt der Kolmnitzer Blasorchester seine Musik. Um 17:30 Uhr gibt's dann der Heidefest-Tombola, da kann man ja die ganzen Tage Borlose kaufen. Und zur Heidefest-Tombola, da kann man ein bisschen was gewinnen. Es gibt aber Zwischengewinne, da kann man mal eine Bratwurst oder sowas gewinnen. Und die richtigen großen Gewinne, die gibt's eben dann 17:30. Dann gibt's noch einen Heidefest-Ausklang, ein bisschen Musik noch und so. Und, naja, manchmal gibt's da auch ein bisschen Freibier, es lohnt sich ein bisschen länger zu bleiben. Mal sehen, wie es wird. Naja, dann ist das Wochenende auch schon wieder rum. Und wir müssen jetzt. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst. Luft war fair und heiß, und um mal allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heute keine Zeit, da traf ich sie.